Ja, moin, hallihallo und guten Tag. Es ist mal wieder Zeit für das Format Podcastchen. Ich habe jetzt eine längere Pause gemacht und jetzt bin ich wieder am Start. Ja, wer es noch nicht weiß oder nicht mehr weiß oder das ganze Ding sowieso noch nie gehört hat, dem sei gesagt, dass es beim Podcastchen darum geht, kleine Talkshow-Schnipsel so ein kleines bisschen auf den Seziertisch zu legen und die Inhalte ein wenig zu durchwühlen. Das habe ich aus Selbstschutzgründen jetzt eine ganze Weile nicht mehr gemacht und jetzt ist es wieder soweit. Ich habe mir angesehen, Maischberger vom 25.10.2018 mit dem Titel Die unfaire Republik. Reiche bevorzugt, Arme benachteiligt? Fragezeichen? Ach nee, das ausgesprochene Fragezeichen ist ja eine Illner-Spezialität. Na gut, lassen wir das. Jedenfalls, das war das Thema der Sendung. Zu Gast war Ralf Dümmel, Unternehmer, bekannt aus Die Höhle des Löwen. Ich kenn's nicht, aber läuft auf Vox und Privates gucke ich grundsätzlich nicht. Anja Kohl, die ARD-Börsenexpertin. Jede Sendeanstalt braucht ihre Experten und Anja Kohl ist eine davon. Sarah Wagenknecht, die linke Fraktionsvorsitzende. Jeremias Thiel, der in Armut aufwuchs, 17 Jahre alt ist und auch einiges zum Thema zu sagen hatte. Und darüber hinaus, und um den wollen wir uns primär kümmern, Rainer Hank, Journalist, Wirtschaftsjournalist. Und der ist der Meinung, dass in Deutschland vor allem der reiche Mann zahle und überhaupt die sozialen Wohltaten in Deutschland, soziale Wohltaten, aber gut, er setzt noch einen drauf, eine milde Form des Sozialismus sein. Darüber wird zu sprechen sein. Wir beginnen mit einem kleinen Einspieler zu der Frage, wie es denn sein kann, dass Leute speziell im sozialen Bereich nicht mit einem, nicht mit zwei und oftmals nicht mal mit drei Jobs auskommen. Ist natürlich nur ein Einzelbeispiel, das wird uns Rainer Hank dann gleich auch nochmal erklären, aber hören wir erstmal in den Einspieler rein. Die Wirtschaft boomt seit Jahren. Die Arbeitslosenquote ist niedrig wie nie. Ja, oh verdammt, tut mir leid, aber da muss ich schon gleich mal reingrätschen. Denn diese Botschaft, die geht mir sowas von auf den Sack. Die Wirtschaft boomt wie nie. Ja, die Wirtschaft. Wer ist denn eigentlich die Wirtschaft? Sind das die Leute, die arbeiten oder sind es vielleicht eher irgendwelche abstrakten, nebulösen Gestalten, die von diesem Boom profitieren? Und ist es nicht so, und das ist die eigentliche Botschaft, dass in dieser Aussage ja immer drin steckt, hey Alter, wenn du nicht klarkommst, sieh zu, dass du irgendwie deinen Arsch hochkriegst. Du machst irgendwas falsch, also sieh zu, Alter, die Wirtschaft boomt, wenn es dir dreckig geht. Hallo? Bist du ja wohl selbst das Arschloch oder etwa nicht? Also denk mal drüber nach. Und das, ehrlich, ich kann es nicht mehr hören. Und die Bundeskanzlerin frohlockt. Deutschland gehört zu den wohlhabendsten Ländern der Welt. Den Menschen in Deutschland ging es noch nie so gut wie im Augenblick. Aber gilt das wirklich für alle? Die Nationale Armutskonferenz sagt nein. Rund 16% aller Deutschen gelten als arm. Immer häufiger trifft es auch die, die Arbeit haben, aber von ihrem Lohn nicht leben können. Dazu gehören auch die 3,2 Millionen sogenannten Multijobber. Ihre Zahl steigt. Eine von ihnen ist Claudia F***. Die 55-jährige Düsseldorferin arbeitete viele Jahre in der Altenpflege. Doch der Job machte sie körperlich krank. Heute arbeitet die gelernte Kinderkrankenschwester 30 Stunden pro Woche in einer Kita. Da sie von dieser Arbeit allein nicht leben kann, hat Claudia noch zwei zusätzliche Minijobs. Als Babysitterin und Altenpflegerin. Das Ding ist, dass ich einfach nicht meine Lebenshaltungskosten bestreiten kann. Durch Altersvorsorge, all die Dinge, die einfließen, eine Miete, die alleine zu tragen ist in der Großstadt, bleiben mir eigentlich nur 100 Euro zum Leben. Mehr nicht. Und das geht eben nur mit Nebenjobs. Anders nicht. Warum kann man in einem so reichen Land wie Deutschland nicht von einem einzigen Job leben? Herr Hank, wir haben gestern mit Frau Fehmer gesprochen, ausführlich. Sie hat wirklich schlaflose Nächte, weil sie Angst hat vor der Zukunft. Was passiert, wenn sie dann nicht mal mehr diese Jobs machen kann? Wovon lebt sie dann? Ist das nicht eine Schande in einem Land wie Deutschland, dass Sie Arbeit machen, die in diesen wichtigen Bereichen, also mit Kindern, mit Pflegeberufen, und Sie kommen mit drei Jobs nicht über die Runden? Ja, und da werfe ich doch jetzt einfach mal die steile These in den Raum, dass genau diese Menschen sich von der etablierten Politik abwenden, weil die etablierte Politik ihnen nichts zu bieten hat, außer hohler Sprechblasen und Phrasen, die letztlich überhaupt keine positive Veränderung bewirken und die dann nach rechts abdriften. Hoppla, das geht aber gar nicht, oder? Ja, ist aber so. Nichts dran zu beschönigen an diesem
Beispiel. Finde ich auch. Und es geht los. Rainer Hank bittet zum Tanz. Also da ist auch völliger Quatsch zu sagen, dass das prima ist. Da an der Stelle hat auch der Sozialstaat Probleme. Der Sozialstaat? Moment, also der Staat, also die Bundesregierung, die den Arbeitsmarkt nicht reguliert, oder was jetzt? Fragt sich Maischberger übrigens auch. Allerdings. Der Sozialstaat oder der Arbeitsmarkt? Weil die Entwicklung, das sagen ja die Zahlen. Nein. Menschen, die in die Minijobs kommen, die in Teilzeit sind, sie verdienen einfach mittlerweile so wenig, dass sie nicht mehr, das ist eine Entwicklung, die seit 2005 zugenommen hat. Also da würde ich mir erlauben zu widersprechen, weil sie jetzt die allgemeine, also noch einmal, Einzelschicksal ist das eine. Da würde ich mir erlauben, jetzt zu widersprechen. Millionen von Einzelschicksalen ergeben ein Gesamtbild und sind dementsprechend nichts, was aus Versehen mal irgendwie passieren kann, weil es halt dumm gelaufen ist und alles nicht so optimal läuft. Die allgemeinen Zahlen sprechen eine andere Sprache. Mhm. Wir haben, die Kanzlerin hat recht, im Moment eine Situation, die noch nie so gut war wie jetzt, die auch heißt, 45 Millionen, sowas gab es noch nie in Deutschland, sind erwerbstätig. Ja, und ein gar nicht unwesentlicher Teil von denen können von ihren Jobs überhaupt gar nicht leben. Und das wären stetig mehr. Ja, die müssen dann aufstocken, fallen aber aus der Arbeitslosenstatistik raus. Das ist ein so billiger Taschenspielertrick, der wird uns jetzt seit 20 Jahren verkauft. Ich kann es nicht mehr hören, wirklich nicht. Ich habe es mir heute nochmal angeschaut bei der Bundesagentur für Arbeit, der man ja glauben will, ist nicht gebiased, ist nicht von irgendeiner Ideologie getragen. Oh, die Bundesagentur für Arbeit ist nicht von irgendeiner Ideologie getragen. Check, habe ich mir notiert. Jetzt weiß ich Bescheid. 500.000 Menschen haben im letzten Jahr, Septemberzahlen, haben wir mehr in Arbeit gebracht. Und die Bundesagentur schreibt dazu, es sind alles sozialversicherungspflichtige Jobs. Es sind also keine prekären Jobs. Das heißt, es ist einfach nicht wahr. Und ob das wahr ist, du Phrasenmäher, sozialversicherungspflichtige Jobs, das klingt immer so wahnsinnig idealisiert. Als ob das bedeuten würde, dass man damit über die Runden kommt. Das ist doch Bullshit. Was auch diese nationale Armutskonferenz sagt, dass wir immer mehr Arme haben, auch unter dieser relativen Armutsdefinition. Mhm. Die Quote wurde im Film gezeigt, ist seit mindestens 12, 15 Jahren zwischen 14% und 16%. Ich referiere einfach nur Zahlen, die nun nicht von irgendwelchen ideologisch geprägten Gruppen, wie zum Beispiel die Nationale Armutskonferenz, in die Diskussion gespeist werden. Autsch, ideologisch geprägt sei also die Nationale Armutskonferenz. Da lese ich doch mal ganz kurz einen Satz aus der Wikipedia vor. Dort steht, die Nationale Armutskonferenz versteht sich als überwiegend im Bereich des politischen Lobbyismus und der Öffentlichkeitsarbeit tätiger Bund. Sie arbeitet zum Beispiel im Beirat zum Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung mit. Okay, also so gesehen ist sie ja dann doch irgendwie ideologisch geprägt, aber meinte Hank das? Ich weiß nicht. Wie kommt es dann, dass trotzdem, wenn man einen Job hat und einen zweiten und einen dritten, man nicht genügend verdient, wer ist denn dann daran schuld? Aber ich würde jetzt auch sagen, ohne diesem Beispiel zu nahe zu treten, wer im Moment einen Vollzeitjob haben will, er wird ihn bekommen. Was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, die paar Millionen, die keine Vollzeitjobs haben, sind Penner, Schmarotzer, arbeitsfaul und wollen sowieso nicht. Ja, oder gibt's jetzt noch eine andere Herleitung zu diesem Quatsch? Es suchen die Unternehmen, sie sehen's an jeder Bäckerei, sie sehen's aber auch an jedem Mittelständler, sprichwörtlich händeringend Arbeitskräfte. Oh, das mag, was Sie sagen und die Armutskonferenz sagt, in früheren Zeiten, als es hier noch 5 Millionen Arbeitslose gab, anders gewesen zu sein. Ich würde mit relativ wenig Risiko sagen, jeder, der einen Vollzeit einen Job sucht, wird ihn auch bekommen. Und davon vielleicht nicht können? An jedem Ort. Und davon leben können? Und davon leben können. Frau Wagenknecht. Ja, bitte. Also das ist wirklich jenseits der Realität. Also ich meine, wenn Sie sich angucken, etwa die Hälfte der Jobs, die die Jobcenter anbieten, der Vollzeitjobs sind Leiharbeitsjobs. Und das sind eben Jobs, von denen man nicht leben kann. Und der Anteil derer, die von ihrer Arbeit nicht mehr über die Runden kommen, der ist ja auch gestiegen. Ich meine, warum haben wir so viele erwerbsfähige Hartz-IV-Beziehende inzwischen? Das sind ja Leute, die aufstocken, weil sie eben von ihrer Arbeit und von ihrem Lohn nicht leben können. Und es gibt eben
es gibt tatsächlich Jobs, ja, es gibt offene Stellen, das sind vielfach aber Stellen, die sind im Bereich Mindestlohn oder vielleicht bis zu 10 Euro. In dem Bereich kann man, oder es sind Stellen, die sehr hohe Qualifikationen erfordern. Aber ich sage jetzt mal, weil Sie sagen, jeder, der sucht, kann auch etwas finden. Das ist bei einer existenzsichernden Arbeit... Die nicht mit den Zahlen. Nein, aber das ist doch bei einer existenzsichernden Arbeit überhaupt nicht der Fall. Also den Leuten einfach zu sagen, ihr seid alle faul oder ihr guckt euch nicht richtig um, das finde ich wirklich völlig daneben. Wir haben einen großen Niedriglohnsektor in Deutschland. Ich meine, Gerhard Schröder war damals stolz darauf. Da hat er gesagt, ich habe den größten Niedriglohnsektor Europas geschaffen. Das ist auch leider so. Und natürlich könnte die Politik etwas dagegen tun. Also alleine schon die Anhebung des Mindestlohns zum Beispiel auf 12 Euro würde ein erster Schritt sein, zumindest am unteren Ende eine Grenze einzuziehen. Davon kann man in München immer noch nicht leben, aber zumindest besser als heute. Viele Jobs, 8,84 Euro, davon kann man in Deutschland nicht leben. Das ist einfach zu wenig. Den Unterschied zwischen Ihnen beiden noch mal klar zu machen, also dass wir so wenig Arbeitslose haben wie seit vielen, vielen Jahren nicht. Darin sind Sie sich einig. Sie sind aber nicht einig darin. Und das ist der Erfolg von Gerhard Schröder. Aber Sie sind nicht einig darin. Sie sagen, die Leute arbeiten zwar, aber sie verdienen weniger, weil das auch die Arbeitslosigkeit ist nicht so dramatisch gesunken, wie das dargestellt wird. Also da hat ja zum Beispiel der Wirtschaftsweise Bofinger sehr deutlich darauf hingewiesen, dass das völliger ökonomischer Unsinn ist, jetzt ein Boomjahr wie das jetzige mit zum Beispiel 2005 zu vergleichen. Er hat gesagt, wenn, muss man mit dem Jahr 2000 vergleichen und dann schrumpft der Fall der Arbeitslosigkeit deutlich. Dann ist nämlich zum Beispiel im Osten sind einfach viele in die Rente gegangen. Und das Zweite ist eben, wir haben heute weniger Vollzeitstellen als in den 90er Jahren. Also oder wenn Sie sind sich Vollzeitstellen angucken, gibt es weniger. Oder schlecht bezahlt. Wie ist es bei Ihnen? Sie haben 400 Mitarbeiter. Haben Sie bei sich auch Leiharbeiter? Gestatten Sie mir einen Satz vorweg, der brennt mir die ganze Zeit auf der Seele. Bitte. Weil ich einmal sagen muss, dass ich finde... Ja, das kürzen wir jetzt ein bisschen ab. Jetzt lobt, das ist nämlich der Dümmel, der jetzt spricht, der lobt jetzt den 17-Jährigen, weil er es geschafft hat, ganz allein aus der Scheiße rauszukriechen. Und das ist durchaus eine bemerkenswerte Leistung, hat aber nichts mit den Aufgaben des Sozialstaats zu tun, sind also ganz unterschiedliche Baustellen. Ja, dann erläutert er noch, dass er tatsächlich Leiharbeiter einstellt, aber nur in Auftragsspitzen und so weiter und so fort. Also das sparen wir uns tatsächlich und springen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. So, aber die wirklich interessante Frage ist doch, und das würde ich gerne vielleicht, Frau Kohl, wenn Sie das Wort ergriffen haben, dann doch nochmal. Es gibt ja den Disput, der immer heißt, der Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010 hat trotzdem den Arbeitsmarkt in Bewegung gebracht, eben weil er... Das stimmt beides. So, und die Linke sagt, hat er möglicherweise, aber auf Kosten derjenigen, die dann einfach schlecht bezahlt werden. Ja, sich das stimmt beides. Stimmt. So, und jetzt nimmt die Runde langsam eine Form an und geht in eine Richtung, da kann man sich nur noch die Haare raufen. Ich komme gleich wieder drauf zurück. Beides. Es stimmt beides. Okay. Es war ein gigantisches Konjunktur- und Arbeitsbeschaffungsprogramm. Und wir haben es qualitativ erkauft, zum Teil mit einer geringfügigeren Bezahlung oder Absicherung. Weil die große Welle wird dann noch kommen, wenn all diese Menschen in Rente gehen. Die Niedriglöhner, die Teilzeiter, die Leiharbeiter. Und die dann nicht so abgesichert sein werden, wie sie sich erhoffen. Und dann kommen natürlich all diejenigen auch noch dazu, die in der DDR gelebt haben und die Absicherung auch nicht haben und die deutlich niedriger liegen werden. Und da kommt einiges an Welle dann auch auf die Deutschen. Was müsste man denn noch einmal zu widersprechen? Nein, Hank, nicht schon wieder, nein! Darf ich eine Nachfrage stellen? Sie sind zwar nicht auf dem politischen Feld jetzt selber aktiv, aber glauben Sie, wenn man zum Beispiel einen höheren Mindestlohn, wie Frau Wagenknecht ja auch gesagt hat, der jetzt bei 9 Euro, 8,50 Euro liegt, vielleicht ab Januar wird er 9,19 Euro sein. Glauben Sie, höherer Mindestlohn, 12 zum Beispiel wurde genannt, das würde helfen? Also ich habe die Diskussion, die Einführung des Mindestlohns so beobachtet, dass sich Deutschland ja unheimlich lange dagegen gestrebt hat, während selbst in den USA, wo ja wirklich freie Marktwirtschaft das Credo ist, es schon lange, lange, lange einen Mindestlohn gab. Die Unternehmer haben gestöhnt, wir können das doch nicht bezahlen und alles geht im Bach runter. Fakt ist, sie kommen gut mit klar, wir haben eine Hochkonjunktur, sie können es verkraften und es ist machbar. Und insofern ist auch eine Anhebung des Mindestlohns meines Erachtens machbar. Es löst aber nicht das Problem, und das wurde ja hier im Film sehr, sehr gut angesprochen, dass wir wirklich Berufsfelder haben und oft sind es die sozialen Berufsfelder, wo die Menschen nicht mehr von ihrer Arbeit leben können. Und das ist doch eine gesellschaftliche Aufgabe. Da muss es doch politischen Druck geben. Ich meine, letztendlich, die Arbeitgeber zahlen diese Löhne.
wir sind alle bereit, für bestimmte Dienstleistungen, für bestimmte Dinge anscheinend auch nicht mehr zu bezahlen. Aber das ist wirklich eine gesellschaftliche Frage, wo es eine Umjustierung braucht und wo es auch den Druck dazu braucht. Weil das kann ja eigentlich nicht sein. Das muss doch Konsens sein, dass das nicht sein kann, dass ein Mensch davon nicht leben kann. Naja, wenig konkret, ziemlich wischiwaschi, aber gut, ich habe wahrlich schon Schlimmeres gehört. Also im Prinzip geht es ja zumindest in die richtige Richtung. Und ja, es geht auch noch schlimmer. Das kommt dann jetzt. Höherer Mindestlohn, wäre das ein gangbarer Weg, glauben Sie, Herr Dümmel? Nein, weil ich glaube, dass es einen Mindestlohn gibt und dass die Menschen davon leben müssen, das ist völlig klar. Okay, also Mindestlohn irgendwie ja, Erhöhung aber nicht und davon leben sollen die Menschen zwar schon können, aber ich verstehe es irgendwie nicht, nee. Aber, und das war, Sie haben absolut recht, das letzte Mal, es gab einen riesen Aufschrei, das können wir nicht ab und dann ist es ja relativ smooth jetzt gelaufen. Total. Das wird nicht bei jedem Schritten und wenn man immer größer wird, wird es nicht funktionieren. Sie werden es irgendwann haben, dass ich kann das sagen, weil wir zahlen deutlich mehr als Mindestlohn, aber es wird dazu führen, dass sie Arbeitsplätze verlieren. Ja, danke schön, Sätzen 6, das war's, auf Wiedersehen. Betriebe, die sich einen höheren Mindestlohn nicht leisten können, die haben auf dem freien Markt auch nichts verloren. Punkt, aus, Ende. Danke schön, wir verkürzen das an dieser Stelle. Es gibt Betriebe, die sich nicht erlauben können, 12 Euro mehr zahlen können, dann werden sie aus dem Mindestlohn. Ich gebe Ihnen trotzdem noch ein Beispiel, das diese Diskussion vielleicht auch gleich mit Ihnen beiden nochmal befeuert, nämlich die Frage, können sich die Unternehmen tatsächlich nicht leisten, mehr zu bezahlen ihren Mitarbeitern. Wir gucken jetzt einfach mal darauf, wie die Gehaltssteigerungen bei den DAX-Vorständen in den letzten Jahren waren. Und achten Sie bitte auf das Beispiel Deutsche Post gleich in diesem Film. Besonders extrem fällt der Unterschied bei der Deutschen Post aus. Hier bekommt der Vorstandschef das 232-fache eines Durchschnittsgehalts. Für die Linke sind solche Gehaltsunterschiede ein unhaltbarer Zustand. Unser Gast Sarah Wagenknecht fordert: Ein Vorstandsmitglied sollte nicht mehr als das 20-fache dessen verdienen, was ein Arbeiter in der untersten Gehaltsgruppe im selben Unternehmen bekommt. Klingt gerecht, aber ist das auch gerechtfertigt? Oder anders gefragt, sind diese gravierenden Gehaltsunterschiede noch mit irgendetwas zu rechtfertigen? Sind diese Unterschiede angemessen oder ist es vielleicht dann doch nicht deutlich zu viel? Tja, es ist... Bisschen too much. Nein, ist es nicht. Das ist ein... Bisschen too much. Ja, Sie haben richtig gehört, das ist ein... Bisschen too much. Also ganz kleines bisschen zu viel. Aber das ist gar nicht das Interessanteste. Das Interessanteste ist, was jetzt an, ich nenne es mal, Lösungsvorschlägen erarbeitet wird. Frau Kohl, darf ich Sie, die Deutsche Post, ich meine, da ist der Staat dran beteiligt, immer noch. Nur noch 20% sind es, wir haben es jetzt nochmal nachgeschlagen. 232 Mal mehr verdient der Vorstandschef. Und wir lesen über die Post, über Filialen, die wegrationalisiert werden. Wir lesen über Dumpinglöhne bei den Paketzustellern. Können Sie uns erklären, wie das zustande kommt bei einem ehemaligen, fast noch Staatsunternehmen? Weil auch die Gewinne exorbitant gestiegen sind bei der Post, die sich ja transformiert hat zu einem riesen Logistikunternehmen. Und trotzdem stimmt das, was Sie sagen, dass zum Teil Dumpinglöhne innerhalb des Unternehmens gezahlt werden. Und auch da stimmt quasi beides. Die Gewinne sind exorbitant gestiegen und gleichzeitig hat eine Erosion im Unternehmen stattgefunden. Aber der Punkt ist eigentlich... Oh ja, das interessiert mich jetzt. Der eigentliche Punkt. Also, der eigentliche Punkt. Man macht mal Planwirtschaft und verordnen wir alles und ziehen wir überall Grenzen ein oder lassen wir noch freies Unternehmertum zu? Das ist die Grundsatzfrage. Und man muss schon kritisch bemerken, abgewunken haben solche Gehälter und winken solche Gehälter ab. Die Aktionäre auf Hauptversammlungen und vor allem auch die Aufsichtsräte, die ja eigentlich kontrollieren sollen. Und da fragt man sich dann manchmal schon, warum gibt es dann nie eine Haltegrenze und man sagt Stopp. Im Gegenteil, wir haben zum Teil gerade auch bei Aktiengesellschaften Fusionen gesehen, die dann oft in den USA stattgefunden haben oder Übernahmen, wo man sich auf Gehaltsniveaus noch katapultiert hat, die angloamerikanisch sind und die dann nie mehr revidiert wurden, sondern nur zu dem Zweck anscheinend auch irgendwo getätigt wurden oder mitgetätigt wurden, um auf dieses Level zu kommen. Und da muss man irgendwo natürlich sagen, das sind Grenzen überschritten, die nicht mehr vermittelbar sind. Und die Handhabe hätten die Anteilseigner eines Unternehmens, die Eigentümer und die Kontrolleure, die Aufsichtsräte. Und da passiert zu wenig, da ist immer mal wieder ein bisschen Unruhe und Diskussion. Super Analyse, aber wer soll's richten? Genau die, die das Ganze gegen die Wand fahren. Und es ist ja auch nachvollziehbar, denn was wäre die Alternative? Politisches Eingreifen? Mein Gott, worauf läuft das hinaus? Es läuft hinaus auf die Planwirtschaft.
Herr Hank, muss man Sozialist sein, um irgendwie das komisch zu finden, wenn auf der einen Seite die Paketzusteller zu denen gehören, die tatsächlich nicht über die Runden kommen, das wissen wir? Ganz kurz nur, es reicht völlig aus, wenn man Demokrat ist. Echt jetzt, ehrlich. Die mehrere Jobs machen müssen und auf der anderen Seite sich fragt, wenn der Vorstand dann deshalb so viel mehr bekommt, weil er es schafft, die Rendite des Unternehmens zu verbessern, möglicherweise auf dem Rücken der Paketzusteller, muss man Sozialist sein, wenn man das nicht gut findet? Also nein, Sozialist muss man nicht werden und ich würde auch sagen, okay. Ich bin froh, wie Frau Kohl, nicht in einem Land zu leben, wo staatlich die Lohnabstände zwischen Arbeitnehmern und Vorständen definiert werden, sondern wo in unserer Rechtsordnung und Marktordnung die Eigentümer darüber entscheiden. Okay. Und wenn sie das scheiße und raffgierig und menschenverachtend machen, hey, shit happens, so ist das Leben. Allerdings, man wird nicht gleich zum Sozialisten, aber zum Analytiker muss man doch werden und sagen, die Macht der Manager ist in den letzten Jahren extrem gewachsen und ich würde es fast noch zuspitzen, was Sie gesagt haben, Frau Kohl, die Manager ziehen ihre Eigentümer über den Tisch. So, jetzt reicht es dann auch mal langsam, Hank, ne? Also jetzt ist mal echt langsam gut. Ich meine, ich bin nun wirklich kein großer Freund von Managern im VW-Vorstand, BMW, Mercedes oder in anderen Unternehmen. Ach, aber das Ganze jetzt wieder quasi dann doch auf die Angestellten abzuwälzen und ich sag mal so, die Systemfrage überhaupt nicht zu stellen, diese ganze Konstruktion, mit der wir es da zu tun haben, überhaupt nicht in Frage zu stellen oder zu hinterfragen, das ist jetzt so billig, dass ich die jetzt gnadenlos aufs Tempo drücke und all das, was du jetzt noch zu sagen hast, einfach mal im Schnelldurchlauf ablaufen lasse. Und zwar mit dem allergrößten Vergnügen. Das hängt mit sehr vielen Dingen zusammen. Die Verschiebung der Eigentümer und die Manager, die sozusagen das Planen können, die auch andere Sachen zusammen fließen, die es nicht mehr aufhören, die Manager, aber warum soll die Politik zuschauen? Ja, warum soll die Politik zuschauen? Gute Frage, oder? Weil es der Politik nicht zusteht. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. In die Eigentumsfreiheit von Unternehmern einzugreifen. Mhm. Wenn Aktionäre das zulassen und wenn ich als Aktionär bereit bin oder meine keine Chance zu haben, dann muss man darüber nachdenken, wie man das durch Verfahren verändert, aber nicht durch den Systemwechsel zu einer quasi-sozialistischen Staats- und Marktform. So, und an dieser Stelle ziehe ich dann doch mal einen Schlussstrich unter Hank und Kohl und Maischberger, denn die drei haben nicht das geringste Interesse daran, zu besseren Ergebnissen zu kommen. Also können wir es auch lassen, das Ganze könnte ja noch stundenlang so weitergehen. Stattdessen übergebe ich jetzt an Sarah Wagenknecht, die diese doch etwas bizarre, merkwürdige und ziemlich absurde Debatte ganz gut auf den Punkt bringt. Na, einmal bin ich wirklich verblüfft, was jetzt schon Sozialismus sein soll. Also ich meine, früher war das mal in Deutschland nicht so viel anders. Und ich sag mal, die ganze Idee einer sozialen Marktwirtschaft war immer auch ein Eingriff in die Eigentümerfreiheit. Also sonst kann man ja keine Regeln schaffen. Also das war ganz klar das Programm und das ist in den letzten Jahren abgebaut worden. Und es hat auch immer wieder kluge Unternehmer gegeben, die das sogar ausdrücklich gefordert haben, sogar in ihren Unternehmen verankert haben. Ich erinnere daran, das Unternehmen gibt's heute sogar noch, Carl Zeiss, das war damals Ernst Abbe, der hat in diesem Unternehmen, dieses Unternehmen einer Stiftung übereignet und hat in das Statut reingeschrieben, dass es sogar nur einen Abstand von dem Zehnfachen geben darf. Und er hat das damit begründet, gar nicht nur aus sozialen Gründen, sondern er hat es begründet, weil dadurch die Anreize anders gesetzt werden. Weil das Perverse ist ja, und da geht es die Allgemeinheit an, was sind die Anreize heute für Manager? Mhm. Die kriegen teilweise Aktienoptionen, sie haben den Druck von Investoren, das sind auch oft schlichte Finanzinvestoren, Hedgefonds, das verbreitet sich ja immer mehr. Der Druck ist, um jeden Preis die Rendite zu steigern und den Aktienkurs zu steigern. Das ist natürlich ein ganz anderer Anreiz, als wenn die Manager mit ihrem eigenen Gehalt quasi dafür haften würden und müssten, dass die Löhne im Unternehmen sich ordentlich entwickeln. Sie würden das Unternehmen anders führen. Und ich finde, wir brauchen Unternehmen, die auf langfristiges Wachstum setzen, die vor allem auch eben im Interesse der Beschäftigten wirtschaften. Das wären Manager, die die gesamte Volkswirtschaft voranbringen. Aber so schlecht scheinen die ihren Job doch zurzeit nicht zu machen. Wie krank, Herr Hank. Gerade eben waren die Manager doch noch die Buhmänner der Wirtschaft. Also ehrlich, was ist denn das für ein Pappalapapp hier? Sonst ging es dem Land und seiner Wirtschaft und seinen Menschen nicht so gut im Moment. Was heißt dem Land? Also ganz daneben langen die nicht.
also die Postboten, die wir gerade gesehen haben, denen geht es nicht gut. Die haben nämlich in den letzten Jahren 16% ihres Einkommens verloren. Wer reglementiert dann die Abgeordnetengehälter? Wer macht das? Ihres ja, zum Beispiel? Also wir haben gegen diese Diätenerhöhungen immer gestimmt. Ich finde auch, dass Abgeordnete, wir haben zum Beispiel immer gefordert, dass die Abgeordneten-Diäten sich an der Lohnentwicklung orientieren. Sie wussten ja, die anderen stimmen zu. Und das sind sie auf ihrem Level. Also ich meine, wir haben das immer gefordert, dass die Lohnentwicklung im Land für die Abgeordneten der Maßstab ist, genauso wie bei der Rente. Das ist ein anderes Thema tatsächlich. Aber Herr Thiem, trotzdem möchte ich das nochmal deutlich sagen. Zu dem Arbeitsthema was sagen wollen. Das würde mich interessieren. Ja, womit die Redezeit von Sarah Wagenknecht dann auch schon wieder ausgeschöpft ist und jeder natürlich ordentlich dazwischen gebrabbelt hat. Aber gut, das kennen wir. Das hat im Prinzip schon Talkshow-Tradition. Bleibt im Grunde genommen festzuhalten, den Rest der Talkshow, den schenken wir uns jetzt einfach. Ja, es gibt faktisch, wenn wir den Gästen, den Prominenten glauben, die hier hauptsächlich die Wortführer waren, es gibt faktisch keine Möglichkeiten der Politik, irgendwie in die Entwicklung der Wirtschaft einzugreifen und in die Lohnentwicklung einzugreifen. Das regelt halt alles der Markt. Und wenn der Markt das nicht regelt, ja, dann haben wir Sozialismus. Sozialismus. Planwirtschaft. Wir wissen schon. Gut, ich persönlich, wenn das denn alles so stimmt, bin der Meinung, mehr Sozialismus und mehr Planwirtschaft wäre ganz bestimmt im Sinne der Menschen, die in diesem Land gut und gerne leben möchten. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.